Ja, wir kommen aus Murska Sobota. Das ist 12 Kilometer von Bad Radkersburg. Regionname ist Prekmurje. An der Fluss Murau sind wir. Und davor, da kommen auch unsere Produkte, regional typische Produkte. Die Region hat zwei geschützte Produkte in der EU. Das ist Prekmurische Schinken und Prekmurska Gibanica. Das sind sehr berühmte Produkte, die Leute, die kommen in die Region, müssen probieren oder wollen probieren. Unser Schinkenhof Kodila ist der größte Produzent von prekmurischen Schinken. Aber neben diesen Schinken machen wir auch andere Arten von Schinken. Alle sind trocken gesalzt, das bedeutet keine Pölken und Minikreation. Es ist so, wie früher Bauern gemacht haben. Sie haben die Schinken aufgeteilt auf drei verschiedene Stücke. Eine war gereift, eine war wie Osterschinken gekocht und andere Stück hatten wir nach der Räuchung gebacken und in Kübelfleisch gegeben. So hatten die Bauern durch das ganze Jahr die Schinken gegessen. Das bedeutet, wir konnten sie mit Osterschinken, dann haben wir Kübel geschnitten und erst am Herbst haben sie trockene Schinken, die war luftgetrocknet. Es war getrocknet unter dem Strohdach. Und so unsere Firma oder unsere Familie hat auch solche Lehmräume mit Strohdach bedeckt, wo werden diese Schinken wirklich naturgereift. Und Philosophie unsere ist, das essen Sie bewusst. Das bedeutet, wir geben nur zum guten Fleisch nur Gewürze und Salz dazu. Und nehmen wir uns Zeit. Das bedeutet, die Produkte werden 4 Wochen trocken gesalzt, dann werden die geräuchert 2 Tage und gekocht oder luftgetrocknet 1 Jahr. Das bedeutet, es ist immer wichtig, dass die Produkt hat genug Zeit, sich, fermentieren oder trocknen lassen. Es ist auch schimmelig gereift, das ist auch wichtig, dass die Produkte, die trocken Schinken, werden schimmelig gereift. Und das ist die auch sehr gut beeinflusst, die Aroma von Schinken.